So, meine lieben Zuschauer, Zuseher und Zuhörer, herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play von GTA Vice City. Wie gesagt, es gibt ja insgesamt zwei, drei Gründe, warum ich eben diese Let's Plays mache. Die aktuelle Episode heißt übrigens Der Kurier. Zum einen zu zeigen, dass man eben halt bestimmte Levels, Episoden eben halt einfach und effizienter gestalten kann und auch eben um mein Mikrofon zu testen, und deswegen hat es auch etwas länger gedauert, bis ich jetzt eben diese Aufnahme mache, denn seit dem Windows 10 Creators Update gab es in der Tat ein Problem, dass das Mikrofon irgendwie sich total blechern angehört hatte. Letztlich habe ich irgendwie rausgefunden, man musste komplett man musste einen Haken setzen bei dem Mikrofon, alle Erweiterungen deaktivieren, obwohl einzelne Haken gar nicht aktiviert waren. Fand ich auch ein bisschen mal seltsam. Aber gut, wie gesagt, ich verwende ein gutes, für mich auf jeden Fall gutes Mikrofon, Samson Meteor nennt sich das. Das Mikrofon ist, ja, die Preise schwanken irgendwie hin und her, zwischen 40 und 80 Euro erhältlich. Es wurde ziemlich beliebt, ist mir auch selber weiterempfohlen worden, oder empfohlen worden. Ich kann es auch weiterempfehlen. Und bin auf jeden Fall damit sehr zufrieden. Die Tonaufnahme, die Sprachaufnahme ist auf jeden Fall sehr klar. Und dementsprechend ist alles hier im grünen Bereich. So, jetzt gucken wir mal, was passiert. Es sieht auf jeden Fall so aus, dass wir jetzt hier warten müssen, bis hier ein Helikopter gelandet ist. Da steigen dann eben halt die Leute aus. Und man darf das Auto auf jeden Fall nicht zerstören. Ansonsten ist es eben so, dass wenn das Auto zerstört ist, sind auch die Druckplatten zerstört, die ja in dem Auto drin sind, im Koffer. Und ja, da kommt das Auto, das ist gut. Und da müssen wir jetzt eben. Ich habe auch nicht mehr viele Waffen, ne? Alter Finne. Das ist natürlich jetzt schön für mich, dass das Auto da festgefahren ist, ohne. Ja, da müssen wir natürlich aufpassen. Die Druckplatten, hallo. Ja, Clay Gibson, okay, das kann es nur sein, ey. Ich muss ja am besten erstmal wegfahren. Ich habe jetzt nur noch 47 Health, sage ich jetzt mal. Da fahren wir jetzt am besten, da das Auto hier sowieso irgendwie festgefahren ist, was für mich ja positiv ist. Da es sich ja dann nicht wegbewegen kann, aber trotzdem erstmal fahre ich jetzt mal zu Pay and Spray, was ja hier in der Nähe ist, damit ich wenigstens erstmal die Sterne weg habe, damit die Polizei mich andauernd dazwischen funkt. Auch schön Schlangenlinie fahren, das ist ziemlich gut. So, jetzt ist natürlich die Frage, das Auto hat sich festgefahren, das ist ein Bug von GTA Vice City selber. Und, ach komm schon, Alter, sag mal, hast du einen Knall oder was? Ah, das ist natürlich die Sache. Jetzt habe ich schon 3 Sterne. Jetzt müssen wir eben nochmal $100 investieren und Paint Spray. Dann warten wir auch am besten so lange und fahren nicht so aggressiv. Solange die Polizisten halt in der Nähe sind und die Sterne natürlich blinken. Ja, was bist du für einer? Wenn jetzt deswegen wieder die Sterne aufgeflackert werden, dann wäre was los gewesen. Weil so, jetzt müssen wir mal gucken, ob hier überhaupt noch einer ist. Der fährt ja die ganze Zeit. Die Reifen drehen ja.
Okay, das ist gut. Alles Wunderbärchen. Ich glaube, da ist ein Polizist hinter mir. Gucken wir mal kurz. Das ist alles okay. Jetzt habe ich die Druckplatten. Das ist ganz interessant, dass das jetzt so verlaufen ist. Das habe ich so auch noch nie erlebt, dass das diesen Verlauf nimmt, dass das Auto also wirklich festgefahren ist, direkt von Anfang an. Was natürlich gut ist, dementsprechend muss ich dem Auto nicht länger hinterherfahren. Und die Mission ist dementsprechend auch schneller erledigt. Gut, ich habe jetzt 153 Energiepunkte, sage ich jetzt mal, verloren. Was jetzt aber auch nicht so schlimm ist, denn ich habe ja noch 47 und dementsprechend ist alles gut verlaufen. Fahren wir am besten hier rein. Und dann sind wir auch gleich schon am Ziel. Und dann haben wir diese Episode, diese Mission, ja, jetzt ist mir das Wort wieder eingefallen, erledigt. Und jetzt hoch hier. Und dann habe ich die Druckerei erworben, indem ich jetzt auch alle Missionen für diese, ja, für diese Location, für dieses Geschäft, für die Druckerei erledigt habe. Ja, dann speichern wir hier noch ab und dann freue ich mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder sehen und bis dann, ciao, ciao.